brauchst ein Kürbisfeld, dann fehlt dir sicher kein Geld mehr. Ich habe einen tollen Tipp auf YouTube bekommen, dass das mit den Kürbissen zwar sehr, sehr lukrativ ist, aber tatsächlich so, wenn du schnell Geld farmen willst, also innerhalb von eines, oh, da hinten liegt noch ein Dings, innerhalb quasi eines Tages oder halt mit wenig Zeit, mit wenig Zeitaufwand, dann ist anscheinend Okra, glaube ich, irgendwie besser, weil davon kriegst du tatsächlich zwar nicht so viel Geld wie bei Kürbisse, aber es wächst halt schneller. Und zumindest, ich kann den Kommentar für euch nochmal raussuchen, wenn ihr möchtet, aber da war irgendwas, dass das mit Kürbissen zwar, wie gesagt, am lukrativsten ist, aber eben nicht langfristig gesehen wahrscheinlich besser, aber kurzfristig gesehen nicht so effektiv wie was anderes. 46a Brustumfang ist brutal wenig. Das ist ja fast konkav. Was ist denn konkav? Ein Koi-Karpfen? So dünn wie ein Koi-Karpfen? Oder was ist konkav? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von sowas. So, bring Gaston sein Essen. Wo ist er denn? Könnte ja eigentlich auch mal ins Restaurant gehen, ne? Muss ich es nach Hause bringen? Nee, oder? Mann! Ah, oh, diese Sesam, ne? Ah, doch, zu Gastons Hütte. Ach so. Ja, gut. Ja, Okra ist auch gut. Bin nur so selten da drin, dass sich Kürbisse mehr gelohnt haben. Ja, eben. Wenn du es halt einmal täglich oder einmal alle zwei Tage oder sowas mal reingehst ins Spiel, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, das mit den Kürbissen zu machen. Aber eben auf schnelle Sicht gesehen... Was macht denn Dagobert hier drin? Die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Seit wann sind denn Charakter? Hier auch Remy. Seit wann sind die denn in fremden Häusern drin? War das schon immer so? Außer im Restaurant und bei Dagobert im Laden habe ich, glaube ich, noch nie einen anderen Charakter in irgendeinem Haus gesehen. Ist das neu? Nach innen gewölbt. Konkav? Echt jetzt? Ich bin total schockiert, ehrlich gesagt. Ja, dein Gulaschkuchen. Bitte sehr, Gaston. Vier Gerichte, wie versprochen. Ah. Gut, die ersten Leute sind schon da. Ach, deswegen. Oh, wow, du hast ja eine ganz schöne Ansammlung von Leuten. Achso, das sag ich. Oh, du hast eine ganz schöne Ansammlung von Leuten. Ah. Natürlich, alle wollen Gaston feiern. Jetzt werde ich sie begrüßen und wieder einmal der Mittelpunkt der Party sein. Lass dich nicht aufhalten. Ja, ich muss da nicht nachfragen, oder? Soll da der Mittelpunkt sein? Zitterst du? Bist du nervös, wenn du mit Leuten sprichst? Was? Natürlich nicht. Wenn ich zittere, dann nur vor Hunger. Jahrelang allein in der Wüste zu leben, hat mich nicht nervös gemacht und ich bin beleidigt, dass du mir das denkst. Das habe ich nicht so gesagt. Vorsicht, Homo kommt vor dem Fall. Oh, vor dem Husten kommt vor dem Husten. Oh. Dieser Sesam, ne? Schmeckt super, aber steckt im Hals fest. Rieke, hallo. Was ist neu? Ryan, nichts. Ich war nur verwundert, dass in Gastons Haus zwei Leute sind, die normalerweise da nicht reingehen, aber das ist der Quest geschuldet. So. Ich denke, ich werde jetzt gehen. Nein, du musst bleiben. Ich schaff das nicht ohne dich. Ich habe weitere Aufgaben für dich. Du musst mir helfen, damit diese Veranstaltung ein Erfolg wird. Sprich mit allen, gib ihnen das Gefühl, willkommen zu sein. Schon gut, beruhige dich, ich werde die Runde machen. Hey, ich habe einen Job für dich. Du hast einen Job für mich? Ich muss mit dir reden, wahrscheinlich. Oh, guck mal, Rapunzel soll auch hier. Also quasi hier ist drin. Auch hier, weil sie da sein soll. Ne? So. Sven, hey, ich verdiene meine Münzen immer mit... immer... Über das Restaurant. Mache ich schon von Anfang an. Dauert zwar ein bisschen, aber alles in meinem Valley wurde so finanziert. Und meine Charaktere sind auch so gelevelt. Außer die, die nichts essen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr löbliche Sache. Ich habe tatsächlich das mit dem Leveln, sehe ich tatsächlich ein bisschen pragmatisch. Ich level einfach, wenn ich alle Sachen hier mache. Also wenn ich mal wieder so eine Runde mache, wo ich einfach ein paar Sachen loote oder halt die üblichsten Sachen mache, wie zum Beispiel hier mal was abbauen oder da irgendwie was anbauen und so weiter und so fort, dann level ich halt einfach nebenher mit. Ich achte da gar nicht so wirklich drauf, ob die jetzt wirklich das spezielle Zeug machen, wofür sie da sind. Zum Beispiel Steine kloppen oder sowas. Kannst ja den Charakteren immer zuordnen. Da achte ich gar nicht drauf. Die leveln einfach irgendwie mit.
ist mir egal. Und Geld verdienen, das mache ich tatsächlich immer unterschiedlich. Also meistens brauche ich es jetzt nicht wirklich dringend, weil ich jetzt nicht immer ständig alles was kaufen möchte im Dagoberts Laden oder so. Und deswegen lasse ich es eigentlich meistens irgendwie so wie es kommt, nämlich, ne? Wie geht's meinem Lieblingskoch? Ganz gut, aber dieser Gaston ist ziemlich groß und ein bisschen einschüchternd, oder? Ja gut, pass mal auf, dass er dich nicht zertritt, ne? Der Mann ist immer noch unglaublich gut gebaut, nachdem er sich jahrelang nur noch von Kokosnüssen ernährt hat. Ich frag mal noch ein bisschen mehr nach. Beides, aber es ist in Ordnung. Ich bin sicher, er ist völlig harmlos. Aber hey, wir müssen über die neue Tiefkühltruhe für Fleisch reden. Ich würde mit einem Dutzend Gastons auf eine Party gehen, um ein paar neue Zutaten zu ergattern. Hast du das neue Rezept im Kopf? Oh, so viele. Pulled Pork, Hähnchen-Schaschlik, vielleicht sogar ein Rübentartfilet. Lass dich von mir nicht von deiner Inspiration abhalten. Danke, Dorfi. Ich werde mich unter die Leute mischen, bis Gaston die Tiefkühltruhe für mich öffnet und dann gehe ich los, um ein paar Rezepte zu testen. Ich muss mit dir sprechen. Ja, ist ja gut. Lass mich doch erstmal mit der Ratte reden. Hallo, Herr Duck. Amüsieren Sie sich? Ja, ist ein großartiges Treffen. Aber ich bin auch aus geschäftlichen Gründen hier. Ich muss nachsehen, wie meine Investition vorankommt. Die Einrichtung hat mich ein hübsches Sümmchen gekostet und ich will wissen, wann ich die Kosten wieder reinholen kann. Was denkst du, wann ich meine 25-prozentigen Anteil erhalte? Was das angeht, Gaston hat eigentlich kein eigenes Einkommen. Er wollte diesen Ort nur, damit die Leute auf ihn aufmerksam werden. Was? Das hättest du wohl nach einem Geschäftsplan fragen sollen. Ja, vielleicht erstmal die Papiere angucken lassen, ne? Engel, hallo. Da falle ich doch glatt vom Hocker. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe. Kein Geldfluss. Naja, wenigstens ist das Essen gut. Auf Wiedersehen und bis bald. Oh je. Nicht, dass das die ersten und letzten Gäste für Gaston gewesen sind. Vielleicht möglich, ne? Hey Rapunzel, genießt du die Party? Nun ja, die Einrichtung ist interessant. Was meinst du? Dieses tolle Bild da hinten? Das ist doch sexy. Robustes Retro. Gaston sieht zufrieden aus. Findest du nicht, dass es ein bisschen viel ist? Es scheint ihm zu gefallen und ich kann das nicht wirklich beurteilen. Du würdest vielleicht denken, dass die Dekoration von dem Ort, an dem ich mich im Dschungel versteckt habe, seltsam war. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Mutter gesagt hätte. Ja, du brauchst es ihr nicht zu zeigen, wenn du nicht willst. Nee, solltest du vielleicht auch. Mach einen großen Bogen um deine Mutter. Ganz ehrlich, haben die sich überhaupt nochmal getroffen? Seit die jetzt wieder hier quasi, ne, da ist? Kämmt sie ihr Haar jetzt immer noch? Blumen leuchten schön, kannst du mächtig sein. Dreh die Zeit zurück. Gib mir was ein, zwei Mein. Ne? Hör ich was? Danke, dass du... Wow, es ist so schön, wieder unter Leuten zu sein. Aber ich habe Gaston einmal getroffen, als ich noch auf Erkundungstour war. Pff, einmal getroffen. Wir haben gesehen, was du mit dem gemacht hast. Ich bin so froh, dass er jetzt aus einem Schneckenhaus herausgekommen ist. Und in dein Schneckenhaus reingekommen ist, ne? Wirklich? War er in Vergangenheit zurückhaltender? Er schien einfach einsam zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Als er mich sah, versuchte er so zu tun, als wäre er nicht da. Es war irgendwie unangenehm. Oh, das ergibt Sinn. Er war ein bisschen empfindlich, weil er so einsam war. Ich glaube, er braucht einfach einen Freund. Auch wenn es ein Freund aus Kokosnüssen war. Ich lasse dich jetzt zur Party zurückgehen. Viel Spaß. Zurückgehen vor allem. Das ist ja voll die richtige Party. Läuft noch nicht mal Musik! Sind dieses Gedudel im Hintergrund, aber das ist ja die Ingame-Musik, ne? Das ist was anderes. Irgendwo so ein Ghetto-Blaster oder so. Oder irgendwie Olaf, der in der Ecke steht und singt. Was singt der nochmal? Wie ging das nochmal? Sommerwind, hüpf auf der Wiese wie ein Kind und ich will tun, was der Schnee so tut im Sommer. Einen Drink in der Hand. Mein Schneekörper liegt im heißen Sand. Ich werde bestimmt ganz knackig braun im Sommer. So, wäre doch schön, wenn das jetzt mal hier alles Musik wäre. Toffi, was für ein toller Tag und was für eine tolle Party. Was denkst du, wie ist es gelaufen? Ich glaube, es war eigentlich nur okay. Oh, du machst gerne Witze, LeFou. Von wegen LeFou. Die Ratte schien sich besonders darüber zu freuen, dass Fleisch auf seinem Speiseplan stand.
Aber noch wichtiger ist, dass jetzt jeder weiß, dass ich zurück bin. Oh, Gaston. Narzisstisch. Hochnäsig. Beschränkt. Also beschränkt würde ich niemals zu jemandem sagen, selbst wenn er noch so eingebildet ist. Das finde ich ein bisschen gemein. Ryan, das hättest du aber ein bisschen anders übersetzen können, ne? Du bist definitiv beschränkt. Also, nur, dass du's weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Nicht zu vergessen die Hildegard von Olaf. Hildegard? Habe ich schon wieder was verpasst? Habe ich irgendwie einen komischen Witz gemacht oder sowas, den ich schon wieder vergessen habe? Oder welche Hildegard? Wieso ist er doch? Ja, aber das kannst du doch niemals ins Gesicht sagen. Du bist beschränkt. Narzisstisch, das auf jeden Fall. Vielen Dank, Le Fou. Du bist ein guter Gehilfe. Weißt du was? Danke, Gaston. Und jetzt geh und tu, was immer du tust, wenn du mir nicht gerade Komplimente machst. Ich werde mich zurücklehnen und meinen Erfolg genießen. Also gut, bis zum nächsten Danke. Mal. Oh je. Ein perfekter Tag für ein Picknick. Gut, das heißt, Gaston sind wir erstmal. Mit Gaston sind wir erstmal durch. Oh Gott, stimmt. Benutze die Sammlung mit verlorenen Gegenständen in wilden Sand, um das Land der Uralten zu finden. Oh, da muss ich auch noch machen. Wir haben gar nicht mehr so viele Quests, Leute. Die anderen müssen wir alle erst freischalten. Und ich wollte hier noch, wir machen heute voll die Quests und so, ne? Von wegen. Hier, baue eine beliebige uralte Maschine an einem Tisch der Zeit. Wahrscheinlich habe ich dafür noch nicht mal alle Ressourcen. Oh Gott. Daraufhin noch einen Sesamkeks, an dem ich mich verschlucken kann. Eiskönigin 2 kommt es vor. Echt jetzt? Hildegard? Okay. Und schon wieder steckt Gaston in Rapunzel. Entschuldigung, Leute. Ihr denkt, ich übertreibe, wenn ich sage, die beiden haben was miteinander. Aber guckt euch das bitte schön mal an. Es ist mehr als offensichtlich, dass die beiden was am Laufen haben. Boah, sieht das eklig aus. So würde das Kind von Gaston und Rapunzel aussehen. Sie sind eins, ja. Weißt du, wo er jetzt gerade ist? Wo noch niemand war. Ja, sie hat doch gesagt, sie ist Jungfrau. Okay, genau, dann gehen wir mal zurück. Mehr Sex geht nicht mehr. Ja, nee, das ist wirklich so. Also wenn es schon so weit ist, dann würde ich sagen... Naja, aber ich will mir kein Urteil darüber erlauben. Da steckst du halt nicht drin, ne? Okay, gucken wir mal, ob wir eine Maschine herstellen können. Und die Fragmenten war das. Nee, wo war das? Ach, oh, die Maschine, da ist doch. Ah, ich kann Maschinen herstellen. Einfacher uralter Kocher, einfacher uralter Gärtner oder einfacher uralter Sauger. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt erstes herstelle. Soll ich einen Kocher herstellen? Da brauche ich auch wieder Dreamlight für. Mann, Dreamlight sage ich schon. Nebel. Mann, mein ganzer Nebel geht drauf. Wie viel braucht man denn da? Ich brauche 1 Million. Ich mache jetzt den Kocher. Wow. So. Ah, wenigstens habe ich noch ordentlich Nebel wieder gekriegt. Also ja, nicht so viel, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Trink was. Dankeschön, Matthias. Und hallo. So. Platziere eine beliebige uralte Maschine in den funkelnden Dünen. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt hier... Irgendwo hier... Eine platziert. So, wo packe ich sie denn hin? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hier ist halt echt schön viel Platz, ne? Das heißt, hier wäre es schon irgendwie praktisch. Aber ja gut, ich kann sie später immer wieder woanders hinpacken. Weil ich habe noch gar keinen Plan, wie ich mit den Maschinen verfahre. Wie ich die nutze, wo ich sie hinstelle, was ich drumherum stelle und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sie tatsächlich jetzt erstmal hier machen, um rauszufinden, wie es am Ende des Tages einfach wirkt. Dann kann ich mich immer noch umentscheiden. Es sei denn, es ist final. Es muss final so bleiben. Okay, warte mal.
So, kehre zu Dagobert zurück. Ich will rausfinden, wie das geht. Wähle die Zutaten und Mengen aus, die du kochen möchtest. Kostet Nebel. Oh, es kostet alles Nebel. Lasse alles eine Weile kochen und komme dann zurück, um deine Gerichte abzuholen. Also das ist halt einfach ein Gerät, wo du verschiedenste Rezepte langfristig kochen kannst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nochmal das, was wir ja so oft gemacht haben für Geld, ne? Hier, wo sind sie denn? Hier sind sie, Kürbisrollen. Die haben wir ja sehr oft gemacht. Fange mit dem Kochen an. Ach so. Ah, okay. Alles klar. Zutaten wählen. Ja. Und was muss ich jetzt machen? Kochen. Aber die Frage ist, geht das jetzt von alleine weiter? Ich habe 117 Kürbisse, ich habe 16 Eier und ich habe 27 Käse und mehr als genug Kohle. Wenn ich jetzt einfach anfange zu kochen, teste es. Ja gut, dann kochen. Ach so, ah, okay, alles klar, jetzt kann ich... Oh, nein, ich wollte mehr machen. Nein. Ah, ich kann noch mehr. Okay, dann mache ich jetzt 10. Mehr als 10 gleichzeitig gehen. Ach, nee. Ach! Ach so, ja, mehr als 10 gleichzeitig geht bei Level 1 nicht. Da muss man wahrscheinlich ein höheres Level für den Kocher nehmen. Oder beziehungsweise die Maschine halt einfach weiterbauen. Und dann geht's wahrscheinlich. Ah, okay. Immer. Ja, koche immer nebenbei Gerichte und mache nebenbei andere Aufgaben. Ist auch sinnvoll so. Also ich finde das sehr, sehr praktisch tatsächlich. So, dann kehre ich mal zu Dagobert zurück. Der rennt schon wieder weg von mir. Fatzke, komm her. Du hast 16 Eier? Natürlich. Ich bin der potenteste Mensch der Welt. Hey, ich habe einen Job für dich. Es kostet Nebel. Shit, man, braucht echt verdammt viele von. Ist halt wirklich so, ne? Allein das nächste Gebiet, wieder 10.000 davon. Und hier für alles Mögliche, auch den Stab weiterzuführen, braucht auch wieder 10.000 Nebel und so. Kriegst gar nicht mehr, kommst du nicht mehr hinterher. Du hast es geschafft, Dovi. Du hast eine uralte Maschine nachgebaut. Die Insel der Ewigkeit wird sich schon bald selbst versorgen. Ich werde den ganzen Gewinn machen, genau. Ehrlich gesagt, dann habe ich aber nichts mehr zu tun in diesem Cozy Game, oder? Wenn hier überall Maschinen stehen, ist ja dann irgendwie auch langweilig. Ne? Aber du wirst mir doch sicher einen kleinen Anteil als Finderlohn zukommen lassen, oder? Vielleicht. Gut, aber mein Rat wird nicht immer kostenlos sein. Trotzdem hier, ich gebe dir eine Kleinigkeit für deine Mühe. Als ich mich auf der Insel umgesehen habe, habe ich etwas gefunden, das dir helfen könnte, mehr von diesen Maschinen herzustellen. Es war mir ein Vergnügen, dich zu beraten. Die Insel der Ewigkeit kümmert sich schon fast um sich selbst. Jetzt müssen wir nicht unbedingt gerade in den Schritt legen. Geschafft! Jetzt aber die Quests gehen aber mega schnell jetzt gerade. Ich habe ja bald keine mehr übrig. Ich finde es aber nur langsam beim Sternpfad zum Beispiel, ist es nicht von Vorteil, den Kocher zu verwenden. Ach so, ja gut, wenn du beim Sternpfad die Sachen schnell herstellen willst oder wie. Ja, okay, aber eben, ich meine, es ist halt praktisch, wenn du halt eben nebenher einfach andere Sachen machen möchtest, oder? Wie schnell das letztendlich geht, weiß ich ja auch nicht. Also, ich habe ja noch nie getestet. Also, wenn das halt gut funktioniert und... Ja, eben, ich guck mal ganz kurz. Ja, okay, es ist jetzt noch nicht mal eins fertig. Also... Wenn du es selber kochst, ist es auf jeden Fall deutlich schneller, ist ganz klar. Vielleicht ist es auch mit höherem Level dann auch schneller, ich habe keine Ahnung. Eben, aber ich muss wenigstens nicht hier die ganze Zeit am Herd stehen und irgendwelche Sachen machen. Also von dem her ist schon irgendwo praktisch, auf eine gewisse Art und Weise. So, schon wieder die nächste Aufgabe erledigt. Gut, dann müssen wir jetzt zu Jack Skellington. Oh mein Gott, muss ich dafür jetzt... Oh Gott, ich glaube, ich muss jetzt wieder ins ursprüngliche Dreamlight Valley gehen. Hä? 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 Der ist da drin? Ich dachte, der ist da drin. Ich muss mal ganz kurz was testen, Leute. D
Das hatte ich auch mal, das ist ein Bug. Ach so! Ich will das jetzt testen. Oh, da liegt noch was. Ich dachte, er ist da drin. Ich denke schon, hör, geil. Nächste Quest, weißt du? Gestern den Dschungel erkundet. Blonde Haare gesehen. Ist da jemand? Nur meine Fantasie? Ich hoffe, ich habe noch keins entwickelt. Och Mensch, Ryan, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe bei den Sachen, die du hier übersetzt. Also das ist langsam echt ein bisschen, ne? Also das kann man langsam echt nicht mehr lassen, Ryan. Und dann tut sie wieder so, weißt du? Ja, das ist halt wegen Gaston und so. Wie war das? So, ich gehe da jetzt mal rein. Ich will wissen, ob der jetzt da drin ist. Jetzt habe ich ja den Bug auch wirklich, dass er da drin ist. Das wäre lustig, ne? Wenn er auf einmal da steht und ich könnte ihn anquatschen. Ich könnte mehr machen als alle anderen hier. Ist ja irgendwie auch cool, ne? Das ist ein bisschen aus wie so ein Laser, als ob man jetzt hier durchlaufen müsste, hier so Mission Impossible mäßig. So, Alter, wie lang ist denn der Weg? Ich wollte nur mal kurz gucken, weißt du? Nur mal kurz. Der ist ja gar nicht da. Aber hier kann ich wenigstens wieder zurück. Ich gehe nochmal ganz kurz oben gucken. Hey, nicht auf Ryan losgehen. War ich, da hat Ryan recht. Okay, Phoenix, ihr beide. Ihr solltet euch echt mal langsam schämen, was eure Übersetzungskünste angeht. Oh, aber gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Hey, hier war ich noch. Ich kann das nämlich jetzt. Ich kann jetzt die großen Dinger hier wegmachen. Jetzt kann ich da an die Kiste ran. Ja, nein. Supi. Und es ist was drin? Ein Sack. Mit? Großer Haufen Reichtum. Tja. Wenn es halt mal so einfach wäre. Ja, die nehme ich gerne, den großen Haufen Reichtum. Was? Aber da können die beiden doch gar nichts für, wenn die Übersetzungen nicht eingefügt werden. Hä? Hä? Die wurden nicht eingefügt? Ist das was anderes oder was? Die mathematische Form von Dummheit ist eben beschränkt, aka Gaston. Der arme Junge. Ich bin immer für diejenigen, die gemobbt werden. Es tut mir langsam echt ein bisschen weh, dass der so gemobbt wird hier. So, mal kurz X drücken. Ich muss jetzt wieder zum Hauptplatz, Leute. Das Problem... Was ist das Problem? Überhaupt nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass ich jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Wochen nicht mehr hier gewesen bin? Das Ganze, die ganze Zeit, in der ich jetzt auch privat ein bisschen gefarmt habe oder sowas, war ich die ganze Zeit im Rift. Ja, ich war im Rift, Ryan. Im Rift war ich. Ich, Heldin, war im Rift. Und hier war ich jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Wochen nicht mehr. Hier muss es aussehen. Ja, siehst du, dementsprechend sieht es hier auch aus, ne? Weil ich hier nicht mehr gewesen bin. Ich gehe schon wieder. Och, blub, nein. Bleib doch hier. Willst du einen Keks? Hier, ich habe noch Sesamkekse. Nein, bleib da. Schön, dich zu sehen.